Benny! Benny! Da ist nichts. Sieh doch. Da ist nichts. Doch, da war Nein, was. Würdest du bitte aufhören damit? Da ist nichts. Doch, da ist bitte irgendwas. Bitte hör auf und beruhige dich. Ich weiß, dass es da draußen ist. Jetzt hör auf. Da draußen ist nichts, wovor du Angst haben musst. Benny! 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 Mir wurde gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen können. Ich bin Dr. Mason. Wen haben Sie verloren? Meinen Sohn. Er hatte vor ein paar Jahren einen Unfall. Und meine Frau konnte damit nicht weiterleben. Jetzt sind beide tot. Ich versuche mich jeden Tag an alles zu erinnern, aber es fällt mir von Tag zu Tag schwerer. Wie in diesen Träumen, die immer kurz bevor ich die beiden retten kann, zu Ende sind. Ich würde alles dafür geben, meine Familie wiederzusehen. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass Sie Ihre Familie sehen werden. Der Tee wirkt bei jedem anders. Aber ich muss Sie warnen. Gehen Sie nicht zu weit. Sie könnten sonst auf der anderen Seite in eine Falle geraten. Und wie eine Fliege in einem Netz hängen. Thank you.
Wir haben unglaubliche Gehirnaktivitäten aufgezeichnet. Seine Herzfrequenz beginnt sich zu stabilisieren. Sein Blutdruck ist 110. Ist mir gut. Ja, es ist gut. Alles ist gut. Wo ist sie? Was soll das? Bleib hier. Beruhige dich zuerst. Miss Sanchez? Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten. Über den Tee. Es steht Limonade im Kühlschrank. Der Zucker hilft gegen die Kopfschmerzen. Das Mädchen auf dem Bild. Ich habe es gerade gesehen. Was haben Sie gesagt? Das Mädchen auf dem Foto. Die kleinere. Die habe ich gesehen. Oh mein Gott. Das ist meine kleine Schwester, Isabel. Miss Sanchez, irgendetwas in dieser Mixtur, die Sie mir eben gegeben haben, verursacht einen bewusstseinserweiternden Effekt. Ich möchte Sie bitten, einen kleinen Versuch mit mir zu machen. Das kann ich nicht. Das ist ein Übergang zwischen zwei Welten und keine Freizeitdroge. Es ist heilig. Es würde sich um einen kleinen Versuch mit meinem Team handeln und wir würden ihn finanzieren. Das könnte Ihnen bei einigen Ihrer Rechnungen helfen. Entschuldigen Sie bitte. Rufen Sie mich an, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Was haben Sie zu verlieren? Was hat sie gesagt? Sie wird es machen. Kannst du mir bitte Dr. Weissman geben? Ja. Das ist großartig. Damit könnten wir endlich beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wow, das war also kein Witz. Es ist wirklich aufregend, mit Ihnen an der Sache zu arbeiten. Danke. Wie haben Sie das hier entdeckt? Also, das ist eine lange Geschichte. Offensichtlich lebte hier früher ein bekannter Filmschauspieler. Und was ist mit der Familie, von der Sie es haben? Offensichtlich lebten sie nicht lange genug hier, um es restaurieren zu lassen. Ich weiß nicht viel über sie.
Ich will deutliche Adams Family Vibration. Maya, das ist Travis' Bruder Shane. Hi, Doc. Shane kommt direkt vom Hai-Tauchen. Kapstadt. Großartiger Hai. Mutiger Mann. Travis? Ja? Kannst du sie nehmen? Ihr Aussehen, toll. Sie ist direkt vom Kindergarten nach Harvard gegangen. Vielleicht überrascht dich das zu hören, aber ich hasse Nagetiere. Ich werde dich nie verstehen. Seht euch um und sucht euch ein Schlafzimmer aus. Der Erste hat die Auswahl. Unser zentraler Treffpunkt wird hier sein. Warte, Trev. Er hat von uns gesprochen. Ich weiß, ich werde sie rausbringen. Los, kommt ihr Nager. Mal sehen, was ihr sonst noch so geboten ist. Abendessen gibt es um 8. Und für den Rest der Nacht wird gefastet. Die Injektionen beginnen morgen früh um 9. Verstanden. Mich würde interessieren, was man für eine Villa zahlt, die eine so mörderische Vergangenheit hat. Ja. Also wenn ein Pool hier wäre, das würde vieles wettmachen. Ich habe keinen Pool gesehen. Doch, da vorne. Wirklich? Ja. Ist Wasser drin? Stell sie einfach auf dem Tisch ab. Alles klar. Herzlich willkommen. Schmeckt so gut. Das kommt dem, was wir zu Hause essen, verdammt nah. So wie diese saftigen Frühlingsrollen von der Tankstelle. Die liebe ich auch. Sie schmecken wie der Boden der Tankstelle. Woher willst du das wissen? Es war eine lange Nacht. Hi. Entschuldigen Sie, aber die Haustür stand offen. Bin ich falsch angezogen? Ich wusste nicht, dass Sie kommen. Janet sagte, es sei noch nicht entschieden. Ja, das war spontan. Keine Angst, ich bin nur als Beobachter hier. Darf ich vorstellen, dass S. Casey Blackburn wird den Versuch im Namen der Milford-Stiftung beobachten. Von der Milford-Stiftung? Experimentelle Neurowissenschaft. Sie finanzieren unsere Forschungsprogramme. Drücken wir es wissenschaftlich aus. Unsere Projekte überschreiten Grenzen. Und bis jetzt hat uns Milford dabei immer bedingungslos unterstützt. Er macht seinen Job und wir machen unseren. In Ordnung? Nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen mein Team vorstellen? Das ist... Mir ist der Lebenslauf jedes Einzelnen bekannt. Es war ein langer Flug. Außer Miss Sanchez, sie ist eine überraschende Ergänzung. Mir ist die Notwendigkeit Ihrer Beteiligung an diesem wissenschaftlichen Versuch noch nicht ganz klar. Die Notwendigkeit meiner Beteiligung? Das fängt ja gut an. Miss Sanchez hat Zugriff auf einzigartige pflanzliche Komponenten, die wir zur Herstellung unseres Serums benutzen. Also, Sie gehen ziemlich locker mit dieser ungetesteten, bewusstseinserweiternden Substanz um. Okay. Wie sicher sind Sie, dass sie nicht jeden einfach nur high macht? Zu 99%. Um genau zu sein, um high werden zu wollen, gibt es wesentlich billigere Möglichkeiten. Ja, das ist wahr. Ich bin nicht hier, um Ihre Arbeit kleinzureden. Ich bin hier, um die Interessen der Stiftung zu wahren. Und ich verspreche Ihnen, das so unauffällig wie möglich zu tun. Wir haben morgen einen schweren Tag. Lasst uns versuchen, etwas Schlaf zu kriegen. Du musst die Infrarotkamera noch montieren. Mach dir nicht in die Hosen, ich erledige das. Was gehen nicht meine Hosen an? Geben Sie mir noch eine Chance. Ich will kein Arsch sein. Zu spät. Es ist mein Job, skeptisch zu sein. Es tut mir leid. Und jetzt entschuldigen Sie sich bei mir? Ich habe Ihren Lebenslauf gelesen und ich habe das Gefühl, dass Sie jemand sind, den ich auf meiner Seite haben möchte. Das ist etwas gruselig. Das war mir klar, als ich es gesagt hatte. Ja. Aha. Das hier ist ein gruseliges, schreckliches Haus. Vielleicht spukt es dort. Ich glaube nur, was ich sehe. Ist Ihnen klar, dass das, was wir sehen, viel weniger ist als das, was wir nicht sehen? Eine Philosophin, hä? Nein, ich möchte lieber glauben. Es ist wie bei der Pascalschen Wette. Wenn man glaubt, dass es Gott gibt, kommt man in den Himmel. Wenn man nicht an ihn glaubt, kommt man in die Hölle. Was ist klüger? Wer ist da? Oh, Entschuldigung. Für jemanden, der nicht an Geister glaubt, sind sie eine ziemliche Pussy. Ich dachte, du hast Ratten. Pass auf, da wir nichts zu tun haben, zeige ich dir, wie man sie füttert. Okay, also nur ein klein wenig. Genau da rein, nur nachts. Sie sind nachtaktiv. Hey, hast du mich verstanden? Ich hab dich verstanden.
Okay, cool. Sie haben also das Serum schon bekommen. Und geht's Ihnen gut? Ja, es geht Ihnen gut. Im Moment schon. Solange bei Ihnen keine Nebenwirkungen auftreten, sollte es uns auch gut gehen. Ja, das ist der Plan. Scheiße! Du verfluchter Mistkerl! Wer? Die schwarze Ratte, sie ist abgehauen. Oh, sie ist draußen. Wir müssen raus. Scheiße. Okay, sie ist genau hier lang. Mist. Ich hab sie. Was machst du denn, Nikodemus? Willst du nicht dabei sein, wenn Dr. Mason Geschichte schreibt? Geschichte? Ich bin überrascht, dass seine Bosse das hier überhaupt zulassen. Oh nein, Dr. Wiseman vertraut ihm. Sie weiß, dass seine Methoden unorthodox sind. Aber damit verschafft er ihr einen Haufen Kohle. Oh nein, nein, nicht. Fass das nicht an. Spinnst du total? Verflucht. Du hättest dir eine Hepatitis holen können, weil du das angefasst hast. Ich bin die Erste. Igitt. Mom hätte dich wirklich abtreiben sollen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir beginnen mit einem halben Milligramm pro BFA, um die Nebenwirkungen bewerten zu können. Möchte jemand etwas sagen, bevor wir anfangen? Die Welt, die ihr auf der anderen Seite kennenlernen werdet. Auf der anderen Seite? Kann der euren sehr ähnlich sein, aber lasst euch nicht täuschen. Sie ist nicht echt. Geister? Ja. Wirklich klasse, aber ihr braucht noch mehr Beweise. Fehlende Beweise belegen nicht, dass etwas nicht existiert. Wie ich hier lese, glauben Sie, dass dieses Serum die Zirbeldrüse reaktiviert? Wie genau soll das gehen? Die Zirbeldrüse ist nur aktiv, solange wir Kinder sind. Mit dem Einsetzen der Pubertät beginnt sie zu verkalken. Aber in Dr. Masons Studien an Patienten mit Nahtoderfahrungen ist uns aufgefallen, dass die Epiphyse wieder begann, unterschiedlichste Hormone auszuschütten. Was ziemlich seltsam ist. Sehen Sie die dunklen Flecken? Das ist es, was wir versuchen nachzubilden. Ist das Ding so stark? Das ist nichts Neues. Die Buddhisten glauben, dass die Seele 49 Tage nach der Empfängnis in den Fötus eindringt. Genau zu diesem Zeitpunkt beginnt die Drüse sich zu entwickeln. Auch Descartes glaubte, sie sei der Teil des Körpers, das die größte Verbindung zur Seele hat. Wenn euch was seltsam vorkommt, sucht euch einen Kollegen und benutzt eure Funkgeräte. Versuchslogbuch Tag 1. Das Team ist gute Dinge. Violet Peitsch, Dr. Travis Sherman, Shane Sherman, Maya Sanchez und ich nehmen teil. Das könnte die letzte medizinische Studie sein, die ich leite. Alle wollen herausfinden, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich weiß es bereits. Es gibt diverse Spannungen im Haus. Casey Blackburn macht mir bereits ernsthafte Probleme. Würdest du dich bitte mal konzentrieren? Wie geht's euch? Alles so, wie wir es auf dem Campus besprochen haben. Blauer Stern. Ein Nackter, der ein Treppenhaus runterläuft. Goldfisch. Wie viele erlebte Erfahrungen? Ich fühle mich wach. Und fokussiert. Das wäre dann deine Nebenwirkung, Trev. Wie genau sieht der nächste Schritt aus?
EEGs und die Videos der Kameras ansehen. Genau. Legt los, danach treffen wir uns. Ich möchte auch dabei sein, wegen der korrekten Dokumentation. Klar. Tut mir leid, aber es ist noch nicht Essenszeit. Dann wollen wir mal. Dr. Mason wählte diesen Standort wegen seines hohen Levels an elektromagnetischer Strahlung. Alles, was wir hier tun, ist sie messen. Die Fähnchen stehen da, wo die Strahlung auf normale Werte zurückfällt. Genau hier. Und was hat das mit dem Experiment zu tun? Die hohe Strahlung verstärkte bei den Ratten im Labor die Wirkung des Serums. Was verursacht Ihrer Meinung nach diese Energie hier an diesem Standort? Es könnten die geologischen Bestandteile der Landschaft sein, aber auch was anderes. Das ist unklar.
Doc, ich kenne mich mit Drogen aus. Was ich sagen will, ich hätte eine Halluzination erkannt, wenn ich eine gehabt hätte. Ich versuche nur zu erklären, dass das etwas anderes war. Es war was Reales. Halt still. Sorry. Ja, beinahe unverändert, leicht erweitert. Haben Sie sowas erwartet? Ja, von diesem Serum verursacht. Unser Bewusstsein beginnt sich zu öffnen. Das ist erst der Anfang. Ja, aber das erklärt nicht das, was ich gesehen habe. Klar, mein Freund. Was glaubst du, war der Auslöser? Vielleicht etwas aus deiner Vergangenheit? Nein, wahrscheinlich habe ich zu viel Drogen konsumiert. Verdammt. Ich bin gleich wieder da. Wir überlasten die Stromleitung. Oh. Kopfschmerzen sind normale Nebenwirkungen. Ja, ich fühle mich auch nicht gut. Also, Blackburn, was haben Sie für eine Geschichte? Die wollen Sie nicht hören. Doch, das wollen wir. Nur wenn es Ihnen nicht unangenehm ist. Ganz besonders, wenn es Ihnen unangenehm ist. Nun, ich stamme aus einer Dynastie von New Yorker Polizisten. Mich interessierte das FBI. Ach, das erklärt den Anzug. Nun, offensichtlich klappte das ja nicht wirklich. Und so kam es, dass Dr. Weissman mich für die Milford gewann. Und dort wurden Sie uns zugeteilt, Sie besonderer Glückspilz. In Ordnung? Was ist passiert? Vielleicht sollten Sie eine Runde aussetzen. Mir geht's gut. Es wird schon. Sind Sie sicher? Ja. Ja. Maya, ich weiß es zu schätzen, was Sie für uns tun. Sie sind immer bei uns. Wer? Die Menschen, die wir verloren haben. Es ist so, als wollten Sie uns niemals gehen lassen. Vielleicht können auch wir nicht loslassen. Meine Großmutter sagte immer, das Leben ist ein Traum und unsere Körper sind nur Gefäße für unsere Seelen. Und an deinem letzten Tag, wenn du deine Augen für immer schließt, ist deine Seele befreit. Hat sie ihnen gezeigt, den Tee zuzubereiten? Was passierte dann? Sie starb nach Isabel. Ich verstehe. So etwas kann man nicht so einfach verarbeiten. Der Tod ist nur ein allerletztes Aufwachen. Ich habe meine Schwester gerade erst vor ein paar Minuten gesehen. Ich hatte gehofft, dass wenn ich hierher komme, um ihnen zu helfen, dass ich sie dann vielleicht gehen lassen kann. Ich kann es nicht. Ich weiß.
Dr. Mason? Dr. Mason? Ja, hier sind Sie. Kann ich helfen? Wann kann ich mit den heutigen Ergebnissen rechnen? Ich möchte Sie an Dr. Weissman weiterleiten. Wir sollten noch warten. Uns fehlen noch solide Daten. Ich möchte Ihre kostbare Zeit nicht unnötig verschwenden. Morgen also. Okay. In Ordnung. Benny? Erzähle Mom nichts, okay? Das werde ich nicht. Ich verspreche es. Wer bist du? Ich bin Eva. Mein Name ist André. Was machst du hier so allein? Ich wollte nur mit jemandem spielen. Bleibst du hier und spielst mit mir? Eva? Ja? Hast du hier irgendwo einen Jungen gesehen? Nein. Nein? Er muss etwa so alt sein wie du, mit braunem Haar. Ich sagte nein. Er würde nicht hierher kommen. Ich bin sicher, er hat Angst. Angst wovor? Dem lachenden Mann. Er kam immer nur dann raus, wenn er hungrig war. Er hat euch alle beobachtet. So etwas wie euch hat er vorher noch nie gesehen. Ich mag ihn nicht. Was wird er tun? Dasselbe, was er mit diesem kleinen Jungen gemacht hat. Nein, warte! Eva! Warte!
Versuchslogbuch Tag 2. Die teilnehmenden Probanden vertragen das Serum sehr gut. Zum ersten Mal wurde der lachende Mann erwähnt. Möglicher Zusammenhang zu Shane Shermans Begegnung im Keller. Mäßige Halluzinationen. Steigerung auf 1,5 Milligramm pro BFA. Verdammter Mist. Benny! Du solltest nicht hier sein. Hier ist es nicht sicher. Lisa? 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 Das sieht vielversprechend aus. Es passiert genau das, was wir erwartet haben. Ja, aber die Nebenwirkungen beginnen richtig unangenehm zu werden. Möchte jemand aussteigen? Mir geht's gut. Okay, so kenne ich mein Team. Das Serum hat nicht dieselbe Wirkung wie der Tee. Es ist, als säße man in einem anderen Flugzeug und keiner weiß, wo es hinfliegt. Was? Ich habe ihn gestern drauf angesprochen, aber er hat mir noch nichts gegeben. Ich habe mir die Ausstattung etwas näher angesehen und mir ist aufgefallen, dass aus Box 6 einige Ampullen des Serums fehlen. Ich lasse ihm alle Freiheiten, aber ich kann meinen Job nicht machen, wenn er nicht gewillt ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Das Serum eine Art gemeinsamer Psychose oder so. Ich sagte dir doch schon, er sah genauso aus wie du. Bist du sicher? Das Unterbewusstsein ist nicht die gleiche Wirkung wie das. Wie ist das verdammt nochmal möglich? Vielleicht eine Formveränderung? Da gibt es viele Möglichkeiten. Was denkst du? Lasst uns einen Scan von ihr machen und ihn mit dem von Shane vergleichen. Genau. Seht her, seht euch das an. Hat einer von euch sowas schon mal gesehen? Kommt her, kommt. Das habe ich auch auf meinem Computer gehabt. Hier,
Hier auch. 560 Meter pro Millisekunde. Was ist da los? Das Energiefeld spielt verrückt. Nachmessen. Sofort. Los, kommt. Warte. Schnell, kommt. Hier lang. Los, kommt. Jemand? Hallo? Was zum Teufel? Oh mein Gott! Alles gut. Was habe ich verpasst? Ich hatte abgesperrt. Ich schwöre bei Gott, ich hatte abgesperrt. Das wissen wir doch. Beruhig dich. Was ist passiert? Verdammt, ich weiß es nicht. Ich will alle im Wohnzimmer sehen. Los, kommen Sie. Ich möchte die Videos sehen. Hier drüben ist nichts. Jedes einzelne Video. Eins verstehe ich nicht. Wieso? Das gilt für alle. Keine Diskussionen. Ich möchte, dass alle ins Wohnzimmer gehen. Steh auf. Kommen Sie. Wo ist Andre? Er ist draußen. Andre? Stopp, warte. Da, fahr zurück. Was? Was zum Teufel ist das? Was kann das sein, ein Geist? Das können wir nicht ignorieren. Das Experiment gilt vorerst als beendet, bis wir wissen, wer die Ratten getötet hat. Was reden Sie denn da? Ohne diese Ratten können wir nicht messen, ob das Serum gefährlich ist. Doch, das können wir. Waren Sie das? Was? Wollten Sie unser Experiment boykottieren? Sie erlauben sich, mich in Frage zu stellen? Ich rufe Dr. Weissman an. Oh ja, gut, gut. Rennen Sie wegen jeder Kleinigkeit zu Ihrem Vorgesetzten. Ich sehe, dass die Hälfte der Probanden einfach verschwunden ist. Casey, bitte. Sie setzen alles aufs Spiel, wofür wir gearbeitet haben. Lassen Sie uns zuerst herausfinden, was passiert ist, bitte. Tut mir leid, ich kann nicht. Fuck. Legen Sie das Ding weg. Ich muss anrufen. Geben Sie uns 24 Stunden, um diesen Vorfall zu beurteilen. Dann können Sie ein Gespräch über die Durchführbarkeit des Experiments führen. Was glauben Sie, dass Sie sind? Ich bin der Mann, dem Weissman vertraut und den Sie seit 10 Jahren finanziell unterstützt. Und Sie sind nur ein einfacher Tagelöhner, den Sie hierher geschickt haben, um gegebenenfalls Ihre eigenen Ärsche zu retten. Wem werden Sie eher Gehör schenken? Ich gebe Ihnen 24 Stunden. Ich erledige es so schmerzfrei wie möglich. Das verspreche ich. Wie fühlen Sie sich? Violet, ich muss mit Ihnen reden. Ich habe vorhin gehört, was Sie zu sagen hatten. Darum geht es nicht. Finden Sie, dass sich Dr. Mason seltsam benommen hat? Was? Ich denke, er hat sich mehr Serum verabreicht, als ihm zusteht. Sie sind unglaublich. Ich habe leere Ampullen in seinem Zimmer gefunden. Er ist der Arzt. Es ergibt Sinn, dass er das Serum in seinem Zimmer hat. Was schnüffeln Sie hier rum? Ich versuche nur, meinen Job zu machen. Verstehen Sie das? Ja, aber hören Sie jetzt auf! Hey Leute, könnt ihr mal herkommen? Was ist los? Hier ist noch jemand im Raum. Was? Das ist doch lächerlich. Nein, Casey ist... Unsinn. Sehen Sie auch was? Wie bist du hierher gekommen? Es ist sehr lange her, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Besonders mit jemandem Lebendem. Es ist okay. Keine Angst, Violet. Er
Er wird dir nichts tun. Woher weißt du das? Weil ich... Was macht sie da? Pass dich nicht auf! Maya? Was ist passiert? Bleib weg von mir! Alles in Ordnung? Das Experiment geht schneller voran als erwartet. Erster körperlicher Kontakt mit einem paranormalen Subjekt. Offenbar erhöht die Aktivität der Zirbeldrüse unser körperliches... Ben? Hey, schlafende Schönheit. Ich bin schon fertig. Was ist das? Entspannen Sie sich. Es ist leer. Sie haben sich gut geschlagen für die erste Begegnung mit einem Geist. Was, das Schaukeln? Das war ein Erdbeben. Ein Erdbeben? Nein, 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 er hat geschrien. Maya hat direkt durch ihn hindurchgegriffen, aber André stieß ihn zur Seite, kurz bevor der Schrank explodierte. Hat er das? Mhm. Danke. Übrigens dafür. Ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Das sagen Sie jetzt nicht, weil das Glas für Sie bestimmt war. Ich werde Sie nicht anlügen, aber zu 99% war es so. Ja, ich wusste es. Hey, Violet. Ja? Wenn da heute wirklich was war und Dr. Mason dieselbe Menge Serum gespritzt bekommt wie Maya, warum konnte er den Typ berühren und sie nicht? War nur so ein Gedanke. Was machst du da? Was?
Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich wusste, dass du kommst. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was ist mit Ihnen los? Es tut mir leid. Ich dachte, Sie wären meine Frau. Sehen Sie mich an. Wie viel haben Sie sich injiziert? Es verändert Sie. Hören Sie auf damit. Sie sind dabei, eine Tür zu öffnen, die Sie nicht mehr schließen können. Ich habe Ihnen das schon mal gesagt. Wenn ich habe Sie gewarnt. Wenn Sie mich noch mal in Frage stellen, sind Sie raus. Nein, Sie müssen vorsichtig sein. Sie bringen uns ja alle in Gefahr. Verschwinden Sie. Das beginnt verdammt unheimlich zu werden. Mhm. Oh, hey, findest du nicht, dass wir so schnell wie möglich von hier verschwinden sollten? Nein, was redest du da? Jetzt, da wir Geschichte schreiben, willst du, dass ich aufgebe? Du warst es doch, der mir mein ganzes Leben lang sagte, gib nicht auf, Geschichte. Du musst durchhalten. Wir sind hergekommen, um diesen Scheiß zu untersuchen, nicht um uns angreifen zu lassen. Wir gehen nirgendwo hin. Keinesfalls. Wenn das hier alles funktioniert, haben wir eine Bombenstory. Was ich sagen will, wir könnten ein Buch darüber schreiben oder so. Ja. Also, ich meine, du könntest ein Buch schreiben, ich werde kein Buch schreiben. Wow. Ja, Kamera 2 spinnt. Das ist die vom Gewächshaus. Ich gehe hin und sehe mal nach. Hey. Ich will nicht, dass du da rausgehst nach allem, was passiert ist. Wenn du deinen Job nicht machst oder ihn nicht mehr machen willst, ist das okay. Dann mache ich ihn. Komm schon, Travis. Ich möchte einfach nichts verpassen. Hey, warte. Ich habe bereits etwas für mich wirklich Wichtiges verloren und ich will nicht... Okay, hör zu. Geh ins Bett. Ich werde mich gleich morgen früh darum kümmern. Das schwöre ich bei Gott. Pfadfinder Ehrenwort. Aber jetzt ruh dich aus. Wir sind beide verdammt müde. Mhm. Erinnerst du dich daran, als Mom rückwärts die Einfahrt rausfuhr und Samson überfahren hat? Und ich habe mich in meinem Zimmer eingesperrt und du hast die Tür aufgebrochen und kamst rein und hattest deine Hundenase auf dein Gesicht gezeichnet und als Ohren hattest du diese riesen Socken. Und ich habe dich aus meinem Zimmer geworfen. In Wahrheit war mir das sehr wichtig und hat mir sehr geholfen. Wozu sind große Brüder da? Ja. Ich geh ins Bett. Ja, geh ins Bett. Vergiss es nicht, okay? Ich vergesse es nicht. Gleich morgen früh. Ich lieb dich, Bruder. Ich lieb dich auch. Ich kann dir helfen, Daddy. Es ist okay, Daddy. Es ist okay, Daddy. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Noch eine. Ich kann nicht, Benny. Ich weiß, dass du es kannst.
alles gut. Es ist okay. Du kannst es. Zum Teufel. Scheiße. Kannst du auch nicht schlafen? Nach dem heutigen Tag geht mir eine Menge im Kopf rum. Was machst du? Ich kann nicht aufhören, an die Kreatur zu denken, die ich heute in meinem Zimmer gesehen habe. Sagt dir das Wort Nocken was? Nein? Was ist das? Das ist ein norwegisches Fabelwesen. Ein Gestaltenwandler. In den meisten Kulturen gibt es diese Legenden über Kreaturen, die ihre Form verändern können. Sie rennen umher, machen Ärger, stehlen Gold, rauben Kinder. Das klingt schrecklich. Eine üble Geschichte vorm Schlafengehen. Es ist faszinierend, wie völlig voneinander unabhängige Kulturen zu denselben imaginären Monstern kommen. Vielleicht, weil sie nicht imaginär sind. Mythen basieren immer auf irgendwelchen Fakten. Meine Großmutter hat mir oft Geschichten von El Desencarnado erzählt. Einem Wesen ohne Fleisch. Den kenne ich nicht. Ist das ein Geist? Vielleicht war er das. Aber jetzt nicht mehr. Die Toten sind nicht die einzigen hinter dem Schleier. Und was ist es dann? Eine Kreatur, die nicht würdig ist, die Erde nach dem Tod zu verlassen. Sie sehnt sich nach Leben. Sie jagt, in der Hoffnung, ihr eigenes Fleisch wird zurückkehren, wenn sie nur genug Fleisch von Unschuldigen frisst. Glaubst du, die Kreatur ist da draußen? Also ich gehe jetzt schlafen. Verdammt, Trev! Ich sagte dir doch, du sollst nicht rausgehen. Trev! Komm schon, Mann! Trev, bist du hier? Trev? Gott!
dir schon auf! Shane, wo bist du? Shane! Was machen Sie da? Das sollten Sie sich ansehen. Das hier war sein Haus. Was reden Sie denn da? Oh mein Gott. Was ist er? Es war sein Sohn, der hier starb. Das sind alles Kinder, die hier verschwunden sind. Das ist meine Schwester, Isabel. Nehmen Sie alles mit. Shane! Warum sollte er hier sein? Weil ich ihm sagte, dass er die Kamera reparieren soll. Oh. Shane? Um Himmels Willen. Nein! Shane! Travis! Was? Siehst du das? Andre? Jetzt reicht es. Andre? Hilfe! Helft uns! Was für eine Art Wissenschaftler sind Sie? Wir haben Blut gefunden. Und Kampfspuren im Gewächshaus. Wir müssen Shane finden. Wenn es sich Shane geholt hat, sind wir jetzt alle Zielobjekte. Es ist an der Zeit, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Das ist sein wirkliches Experiment. Was zum Teufel ist das? Er ist seit Jahren besessen davon, dass diese Kreatur seinen Sohn getötet hat. Das ist er, mit seiner Familie. In diesem Haus. Er hat es nicht für dieses Experiment gekauft. Bitte. Das ist der wahre Grund, warum Sie zu mir gekommen sind. Wegen Isabel. Wer ist Isabel? Meine Schwester. Sie wurde mitten in der Nacht getötet und mitgenommen. In der Nacht, als mein Sohn mitgenommen wurde, war ich dort. Er hatte das wochenlang gezeichnet. Es hat ihn angegriffen. Ich konnte es nicht sehen, aber er konnte es. Sie haben sich mehr Serum gespritzt als die anderen. Ja, das stimmt. Er hoffte, es so sehen zu können.
Ihre Schwester verschwand auf die gleiche Weise. Sie wurde wahrscheinlich im Wald aufgelassen. Warum nur? Wie konnten Sie uns das antun? Es hat sich viele Kinder genommen. Nicht nur hier, nicht nur meinen Sohn oder Isabel. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Nicht mal mit unserem Experiment. Sie haben uns die Kreatur die ganze Zeit gejagt. Fuck! Wir können es jetzt beenden. Ich habe Ihnen vertraut. Es ist an der Zeit zu gehen. Sie haben nicht den verdammten Schimmer einer Ahnung, was Sie getan haben. Travis, komm, lass uns gehen. Ohne Shane gehe ich nirgendwo hin. Scheiße, Travis, komm jetzt! Ich werde helfen, ihn zu finden. Okay. Wartet auf mich! Casey, es tut mir so leid. Wir hätten von Anfang an auf Sie hören sollen. Wir müssen weg von Ihnen. Was machen wir wegen Shane? Was zum Teufel ist das? Shane? Shane, was zum Teufel ist mit dir passiert? Oh mein Gott, das ist nicht Shane. Wir müssen hier raus. Wir müssen aufpassen. Das Monster lässt sich nicht so leicht abschütteln. Ich hab doch das mit den Ampullen gesagt. Es tut mir so leid. Bleiben Sie unten. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles okay. Verdammt, beruhigen Sie sich, Casey. Wir hörten Schreie. Wir kamen so schnell wir konnten. Verstanden? Nein. Wo ist Violet? Wir wissen es nicht. Niemand weiß es. Haben Sie auch eine Injektion erhalten? Ja, wie es aussieht, eine. Was spielt das für eine Rolle? Wartet, wir haben der Kreatur durch das Serum eine Tür geöffnet. Bis dahin konnte sie nur die Kinder sehen. El Desencarnado. Was? Der Fleischlose. Durch die Injektion mit dem Serum wurden wir für das Monster sichtbar. Die Zirbeldrüse. Verdammt, wir müssen Hilfe holen. Er frisst Fleisch und je mehr Fleisch er bekommt, umso menschlicher wird er. Er verändert sich. Wenn er menschlich wird, wird er auch sterblich. Ich habe ihn verwundet. Das heißt, es gibt noch eine Chance? Ja. Sie spritzen mir besser das Zeug, weil ich will nicht blind da reinlaufen. Für uns alle. Ja. Fuck. Fuck. Okay. Okay. Fuck. 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 Oh, Scheiße. Oh, nein. Violet? Shane! Violet! Hier lang. Scheiße, die Bäume.
Casey, es ist alles okay. Kommen Sie hier lang. Oh mein Gott. Langsame Bewegungen. Sie sind überall. Sehen Sie mich an. Sie wissen, wo wir sind, okay? Kommen Sie, bleiben Sie in Bewegung. In Bewegung bleiben, ja. Hast du dich verletzt? Nein, nein. Nein, nein, nein! Hilfe! Kommt her! Schnell! Schnell! Shane, bitte nicht, Shane! Hey, nein! Wo ist Andre? Dr. Mason! Was haben wir getan? Wir müssen verschwinden! Nein, bleib hier! Oh mein Gott! Laufen Sie! Bringen Sie jetzt hier raus. Hände weg von ihr. Was? Das ist nicht Violet. Was reden Sie da? Es ist ein Trick. Das kann nicht sein. Ich habe eben Andres Körper in seinem Schlafzimmer gefunden. Das ist nicht Andre. Was? Andre ist tot. Bleiben Sie weg von uns. Ich weiß nicht, wer ich das ist. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Sie kapieren das nicht, Maya. Nein! Sagen Sie ihm, dass es ein Trick ist. Casey! Laufen Sie! Oh nein! Das ist nicht Violet! Thank you.
hier, schnell! Warum haben Sie das gemacht? Sie hätten es uns doch sagen können. Ich wusste es nicht. Ich musste einfach mit meiner Familie zusammen sein. Mit meinem Sohn. Wie fühlt es sich an? Ihre Großmutter hatte recht. Es ist ein Zurückkommen. Ein Heimkehren. Aber warum, Andre? Warum haben Sie das getan? Was ich getan habe, kann ich nicht wieder gut machen. Aber ich musste es versuchen. Jetzt ist es vorbei. Gehen Sie. Leben Sie Ihr Leben. Die Kreatur. Sie ist weg. Aber was, wenn es mehrere dieser Kreaturen gibt? Andre? Andre?